Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana! Yay! Yeah! Wir haben den Eistempel hinter uns gelassen und wir haben den Weihnachtsmann getroffen und er hat uns keine Geschenke gegeben. Oh. Naja, wir haben jetzt Vesuvio, aber ist jetzt nicht unbedingt das Geschenk vom Weihnachtsmann gewesen, eher das Geschenk vom viel zu warmen Dorf für die Eiswelt. Ja. Und von diesen komischen Idioten, die da, Au, wie hat mich dieser Wolf durch die Wand getroffen? Ja. Da war ein Kristall dazwischen. Oh. Der Wolf ist aber so gerade eben aus der Reichweite gewesen. Ja, sehr praktisch, diese Klaue dabei zu haben. Dann kann jemand den verdammten Cooper da oben festhalten und der Rest kann sich um die Wölfe kümmern. Was? 7 Schaden? Wann bist du denn jetzt her? Autsch. Der war in seine Panzer, war seine Verteidigung erhöht. Ja, wahrscheinlich. Shigi benutzt Panzerschutz. Genau 70 das. 70 Schaden, 30 Schaden. Nur, dass Shigi hübscher ist. Ja. Zumindest süßer als das Ding da. Aber Shigi hat keine Lanze. Lanze Cooper ist bewusstlos. In der Tat. Ja, das stimmt. Das ist ein Coolness-Bonus, Lanzen. Ja. Ich will übrigens, dass wir müssen unbedingt gleich nochmal zum Schmied. Ich will meine Lanze haben. Ja, das stimmt wohl. Wir haben einiges an Orbs, die Bertie für uns mal in unsere Waffen hauen kann. Das hätten wir sogar vor dem Tempel schon machen können. Einige Lanzen-Orbs reinstechen, aber, ne? Oh nein, eine Wolke! Das wäre leider ein ziemlich Umweg gewesen. Können wir leider nichts gegen tun. Unsere Mana-Punkte sind immer noch degeneriert bis zum sonst wohin. Ja, bis null. Ich befürchte bei mir mal, zumindest. Ich glaube, Sam hat noch einen, aber damit kann er nicht viel tun, außer unseren Status einmal zu heilen. Hilfe! Kettenangriffe! Frostköter ist bewusstlos! Danke. Tyrannimo! Säureregen Level 3, ach, warum immer auf mich? Geh doch auf die blöde Koboldin! Ja, komm, du hast den meisten AP. Wollte sagen, du hast 60 AP mehr als ich. Ja, aber ihr habt bestimmt eine höhere Magieverteidigung. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber bestimmt. Das mag vielleicht so sein. Da habe ich. Ich kann dir sagen, dass wir einen höheren Magieangriff haben als du. Ich hasse dich auch, Kevin! Blöder Kobold. Ah, oh, das war extrem dämlich, dann alle neben dem zu stehen. Ja, ist das Übliche. Ach, jetzt krieg ich auch noch eine Frostwelle von denen ab. Ja, macht ruhig, macht ruhig. Ist ja nicht so, dass man sich gegen diese Magieangriffe überhaupt nicht wehren könnte oder so. Ach, so, eine Falle. Nein, ein Bohnenbohnen. Wir haben einen Bohnenbohnen erhalten. Die können wir leider nicht mehr einfach. Und die Kiste blinkt immer noch. Die können wir leider nicht mehr einfach so in den neuen Shops kaufen, weil das scheinbar zu schlecht für die neuen Shops ist. Ja. Wir müssen 100 Lebenspunkte. Bonbons. Wir sind halt einfach nur unterlevelt hier. Ja. Naja. So unterlevelt sind wir nur auch wieder. Komm, nicht. Wir wissen immerhin, wo wir hin müssen manchmal. Manchmal. Aber nicht immer. 90 Punkte Schaden und eine Wolke, die wir wieder nicht angreifen können. Was gehört das außerdem bewusstlos? Yay. Nein! Ich wollte doch gar nicht da lang, oder wärst du da lang gelaufen? Also ich bin da nicht lang gelaufen. Ich war noch unten. Also rechts. Ich auch nicht. Dann bin ich wahrscheinlich nach rechts gerannt, obwohl ich das gar nicht wusste. Wahrscheinlich wolltest du einfach nur ausweichen und bist dann aus Versehen in den Bildwechsel gekommen. Egal. Bams! Wie hab ich den? Egal. Beschwer mich nicht. Ich hab ihn getroffen. Ich beschwer mich nicht. Solange du triffst, zu nichts sagen. Das ist halt eine Axt, die kann an Stellen treffen, wo du es gar nicht erwartest. Ja. Das sind so Luftschnitte, die du damit erzeugst. Ja, ich kann die einfach so. Ich kann die Kobolde können die einfach so schnell schwingen, die Axt, dass die dermaßen Luftströme dadurch erzeugt. Ja, das wird sein. Eigentlich wollte ich nach oben. Irgendjemand schiebt den blöden Wolf einfach wieder nach unten. Der ist da tot. 31 Schaden, keine Kiste. Na, kein Bohnenbohnen hinterlassen. Oh. Da müsste eigentlich das Kanoni-Reisebüro sein, aber den einen Wolf hier können wir jetzt ums alle auch noch mitnehmen. Ja. Jupp. Kanoni-Reisebüro. Kanoni-Reisebüro rechts, ey. Ja, ja. Kevins Waffenlevel ist gestiegen. Yes. Na, Kanoni, kannst du uns nach Eloasis bringen? Hey, ciao, für die 50 Mäuse bringe ich euch hier weg, ey, okay? Ja, bitte. Eloasis, juhu. Das. Verfliegt euch nicht, ey, auf in die Kanone. Ja, sollten wir uns verfliegen. Solange die ordentlich zielen, sollten wir uns nicht verfliegen können. Bitte justiert die Kanone ordentlich, wenn ihr uns schießt. Bitte schießt uns nicht in einen Tornado. Oder dann könnte das auch passieren. Oder mitten in die Wüste wieder. Wie beim letzten Mal, dass wir wieder irgendwo auf einem Sandschiff landen. Naja. Naja, nicht wirklich drauf landen, aber nachher mehr oder weniger da drauf kommen. Die können uns mal wieder auf den Gegner schießen. Das wäre lustig. Dass wir mal wieder irgendwas töten beim Landen. Ja. Das muss übrigens eine verdammte Umstellung sein. Von dem eiskalten Nordteil hier in die scheiß ja, in die Wüste. Ne? Super. So gut Kreislauf. Ne? Ja gut, wir fallen wahrscheinlich auch eine ganze Weile, aber... Wo wir gerade mal hier sind, mal eben neue Items einkaufen. Wie kann ich helfen? Du kannst uns helfen, indem du uns Bonbons verkaufst. Allerdings hast du keine, du Sack. Na gut. Naja, immerhin Schokolade.
stocken wir immer in unsere Schokoladenvorräte auf und dann kaufen wir auch mal ein paar Walnüsse, so 3 Stück. Walnuss? Für den Fall, dass wir vielleicht auch mal eine von dem Gegner bekommen. Wunderbar, und den Rest sollten wir noch haben. Noch etwas? Nein, das war's. Auf Wiedersehen. Auf Wieder, ciao. Genau, dann gucken wir mal, ob die Leute uns was zu sagen haben, weil wir ihre Mana-Geister jetzt hier zurückbringen. Ja, ne? Danke, dass ihr den Samen zurückgebracht habt. Kein Problem, das war's also schon. Omar, beim Barte des Propheten! Ihr wollt also den Mana-Samen zurückbringen? Dann gebt acht, viele Monster werden versuchen, euch aufzuhalten. Ich finde schön, er sagt, ihr wollt den zurückbringen und er sagt, danke, dass ihr den zurückgebracht habt. Was ist es denn jetzt von den beiden? Hiervon kann man scheinbar nicht durchgehen, wie ich gerade bemerke. Was zur Hölle? Diese Palme sagt, du kannst nicht vorbei. Denn du läufst links an mir vorbei, dann kannst du an mir vorbei. Wahrscheinlich ist der Schatten ein blockierendes Objekt. Ja, wir wollen bitte bleiben. Wir haben, glaube ich, auch schon seit längerem nicht mehr gespeichert. Von daher wäre das auch mal wieder ein Plan zu tun. Ach, speichern. Ja, wir waren ja auch noch gar nicht hier in der Wüste, also außer natürlich unserem Wüstenschiff selbst zu laufen, von daher kennen wir den Weg zum Tempel eigentlich noch gar nicht. Den Spielchen speichern. Aber ja, bitteschön, wo war denn das letzte Mal? Oh, in Eloasis auf Level 12, jetzt sind wir Level 20. Ja, ist ein bisschen, bisschen später als beim letzten Mal speichern geworden. Ja. Jut. Das Kind, da will bestimmt eine Marke haben, also... Wollen wir nicht noch zu Berti, der hier oben steht? Ach, stimmt ja. Waffenschmieden? Gut, dass du dran denkst. Wenigstens alle denken. Hallo, Berti. Ich werde von hier fortgehen. Es ist viel zu heiß, das hast du uns auch beim letzten Mal gesagt. Dann bist du in eine viel zu kalte Region gegangen, Kollege. Ja. Genauso wie wir auch. Welche Waffe soll erneuert werden? Eine Menge Waffen sollen erneuert werden. Die Zapferklaue. Obwohl ich eigentlich den Effekt so gut finde, dass ich das kaum machen will. Aber jetzt ist es die Orakelklaue. So, dann die Lanze. Da freut sich der Sam. Ja. Yep. Achtung, jetzt ist es eine Gaslanze. Allerdings willst das nicht lange bleiben, denn schon ist es eine Echsenlanze. Effektiv gegen Drachen und anderes Echsentier. Viechzeug. Die Stahlscheibe. Ja. Stahlscheibe, die im Moment eher aus wie ein Bumerang aussieht. Es ist ein Kometenschweif. Die jetzt eher wie eine Stahlscheibe aussieht. Und dann noch der Bogen. Genau, der Bogen müsste auch noch ein Upgrade haben. Auch wenn man es gar nicht sieht, weil der sowieso schon irgendwie grau so grau ist. Der Langbogen ist jetzt ein Metallbogen und sieht jetzt noch viel grauer aus. Ja, zumindest in dem Menü. Ach, jetzt wird's Zeit, dass ich mal wieder die Waffen wechsle. Tschüss, Schwert und hallo, neuer Bogen. Das müsste auch meinen Angriff gut erhöhen. Oha! Ja, direkt um 6 hoch. Das finde ich gut. Ja, wer hätte das gedacht? Sam nimmt sich überraschenderweise seine Lanze. Ja. Was? Die hat 2 Level, die muss ich jetzt erstmal hochtrainieren. Ja, da ist jetzt ein bisschen was mit zu tun. Und Kevin, was hast du jetzt vor? Du nimmst dir, ach Gott, die bekloppte Scheibe. Yay! Ekelhafte Waffe. Bäh. Komm, wir nehmen den Typen mit. Ja, schon der Bildwechsel. Naja, gut, dann geht's jetzt los. Der würde uns bestimmt total helfen können. Vielleicht verkauft er uns doch irgendwas. Er enttarnt sich plötzlich unterwegs als Händler. Wer weiß. Ja, im Dungeon, da darf er uns dann Sachen verkaufen. Vor Boss. Ist ja gut, ich bin ja ein Händler, aber nehmt mich nicht mit. Oder wir nehmen ihn einfach als Meat Shield. Oh, da ist gerade ein Kürbis aus dieser Ente gekommen. Ja. Die Terrorente ist verwirrt, in der Tat. Das kann ich nachvollziehen. Dass mir plötzlich ein... Kürbis rauskommen würde, wäre ich auch verwirrt. Ja, in der Tat. Bombenkürbis ist verwirrt. Oh, hey, eine Kiste. Kiste hinterlassen. Achtung, ich mache mich schon mal bereit, aus dem Bildschirm zu rennen. Es ist... Oh, 24 Gold. Goldmünzen. Das ist praktisch nichts für unsere momentanen Goldwerte. Aber es ist besser als eine Bombe oder ähnlicher Mist. Nein, die macht auch Mist. Ja. Terrorente ist verwirrt. Ist ja hier kein Nicht-Diablo 2, wo Gold nichts wert ist. Das stimmt wohl. Bams. Also das mit dem Verwirren könnte jetzt interessant werden, besonders hier in dem Wüstengebiet. Mein Gott, die Terrorente ist aber wirklich verwirrt. Was hat die denn für merkwürdige Stunts gemacht? Allerdings sehen die auch grundsätzlich irgendwie verwirrt aus mit ihren komischen Armeehelmen. Das stimmt. Mein Gott, die kackt aber wirklich die Kürbisse aus. Das sieht merkwürdig aus. Bams. Und der Kürbis ist geschlüpft. Apropos Kürbis. Bams. 8 Schaden. Der Bombenkürbis ist verwirrt. Und er ist explodiert. Der ist explodiert. 167 Schaden haben wir gemacht. Nicht übel. Ja, das sind wir doch schon. Ja. Das ging schnell, ein neues Gebiet zu erreichen. Das war eine sehr kurze Wüste irgendwie. Ja. Der Lava-Tempel sollte nicht weit von hier sein. Bams! Und mein Gott, da haben wir ausweichfähige Skorpione. Komm schauen, wenn ich... Oh, nice! Das war eine schöne Kombo. Danke, dass ihr den da reingeschoben habt. Ja, ne? Ist der von selbst da reingelaufen? Stachel ist verwirrt. Nee, und den haben wir da reingeschoben. Ha! In der Treppe! Die werden auch immer merkwürdiger platziert, die Kollegen. Ja, das ist irgendwie ein sehr gemeines Gegnerplacement. Spinnenbein ist erledigt und außerdem verwirrt. Bams! Sag ich doch.
stirbt. Da kann man gut Angriffe reinketten in das Viech. Ja. Und Kiste? Nein, keine Kiste. Oh. Jetzt, die Stadt hat sich geweigert. Gigantische Stahlsäulen. Jetzt sieht's auf, auf jeden Fall tempelhaftig aus. Und da oben sind neue Arten von Bogenratten. Dieses Mal in grün. Autsch, Lammer mal auf mich. Ich hasse diese Lustviecher. Jetzt kann ich hier nicht vorbei, ohne dass die Dinger mich angreifen. Doch, haben mich vorbeigelassen. Okay, natürlich schießt er auf mich, bevor ich schießen kann. Und die Pfeilratte ist erledigt. Verdammt, totaler Fail. Das sind also Pfeilratten. Ja, und außerdem können diese Pfeilratten offensichtlich Feuerklinge wirken, okay? Irgendwie merkwürdig, einen Klingenzauber auf eine Schusswaffe zu machen, aber hey. Bams! Oh, das hat sogar getroffen. Na, an den Pfeilen sind ja auch Klingen dran. Ja, das stimmt wohl, ja. Würde weniger Sinn machen bei zum Beispiel der Klaue. Bams! Obwohl, weil in der Klaue, das sind ja keine Klingen. Ja, stimmt. Sondern bei der Peitsche wird es nicht besonders viel Sinn machen. Aber wobei, da schon. Na gut, und im Endeffekt finden wir doch überall Gründe, dass es doch Sinn macht. Ja. Bams, stirb! So. Atompilz! Oh, hat sehr nichts fallen gelassen. Traurig. Nicht sehr spendabel hier, die Kollegen, was? Okay, der nächste Tempel. Ah! Falle! Was? Was ist passiert? Ja. Was in aller Welt ist passiert? Wir wissen es nicht. Das Spiel hat einen Freeze-Frame erzeugt für diesen dramatischen Moment, in dem wir von zwei Pfeilratten belagert wurden. Ja. Das war wirklich sinnig. Es erinnert mich an Dinge. Wir öffnen eine Tür und plötzlich stehen in Raumecken irgendwelche Gegner und greifen uns an. Hey, das ganze Spiel ging ja offensichtlich nicht weiter für diesen Moment. Das kann nicht Fraps gewesen sein. Komische Dinge sind passiert. Fellrat ist übrigens verwirrt. Sieht das nur für mich aus oder geht's ja nicht weiter in diesem Raum? Ach, ist doch ein schöner Raum. Ja, dann killen wir wenigstens die Gegner, wenn ich sie dann treffe. Wenn sie nicht gerade wieder auf der falschen Höhe sind. Bams, ja, sehr schön soweit. Außerdem haben wir da oben einen neuen Schleim, einen Lavaschleim. Ist ja Grütze. Jetzt kann er sich außerdem aufspalten, weil wir da vorne die Bogenratten töten. 39 Schaden. Bams. Was? Hä? Ihr solltet mich vielleicht mal kurz. Ja, ich sehe gerade, du hast da ein kleines Problemchen. Ja. Ja, nicht. Wie machen wir das denn am dümmsten? Warte, ich benutze das hier und du heilst. Ring. Was? Nein, nicht du. Sam heilt. Du machst da überhaupt nichts. Wenn ich da rauskomme. Jetzt kannst du heilen. Ehrlich mal, die Koboldin denkt, sie soll irgendwas Heilendes tun. Tut mir leid. Kann ich ja nur lachen. Bams, Kraftwasser Level 3. Sollen wir noch versuchen, die zu erledigen? Blutpudding! Ach, trink 3 Stück. Könnte ein bisschen. Dein ist verwirrt, deshalb rennt er auch oben in die Ecke. Das stimmt. Und geht sich schämen. Ach, deine Waffe sieht irgendwie ein bisschen aus, als hätte sie einen Eiszauber drauf. Hat sie aber nicht. Leider Blutpudding ist verwirrt. Der nächste wird jetzt in die Ecke hochspringen. Ja, hat auch was, wenn die Typen nicht in unsere Richtung kommen. Allerdings werden sie sich dann wahrscheinlich aufspalten können. Da wir nicht alle gleichzeitig angreifen. Irgendwas, ich wollte gerade sagen, irgendwas hat gerade ein Level erreicht. Sam hat Level 25. Oder ich habe Level 25. Brennt Sam schon wieder. Sam brennt schon wieder, ja. Machen wir jetzt gerade nicht viel gegen. Und aufgespalten haben sie sich auch wieder. Mein Gott. Okay, komm, wenn der nächste stirbt, hauen wir ab. Ja. Bams, ich meine nämlich, da müsste noch einer leben, oder haben wir alle? Nee. Blöd. Jetzt. Da ist einer gestorben. Jetzt und noch einer gestorben. Okay, Moment. Jetzt haben wir es gerade. Tötet ihn. Wir können sie alle erledigen. Ich weiß, wir können es schaffen. Tötet sie alle. Verfehlt. Lassen wir es. Schade. Hätte ja klappen können. Hallo Bogenratten. Irgendwie sind die Bogenratten darauf programmiert, eine Falle für die Leute zu stellen, die hier in der Mitte reinkommen. Also schießen sie auch auf die Mitte, wenn man aus der Seite rauskommt. Das ist merkwürdig. Pfeilrat ist verwirrt. Pfeilrat ist übrigens tot. Was ist denn hier vorne? Es ist eine Treppe! Ist das eine Rampe, die wir nicht hochlaufen können? Rennen! Renne! Alter! Ich glaube, den Spruch habe ich schon mal gebracht. Er ist aber noch rum. Ja, den haben wir schon mehrfach gebracht. Das funktioniert offensichtlich. Ja, aber nur zwei. Aber auch nur, um da drauf stehen zu können. Moment. Dann vielleicht, wenn ich jetzt mein Schwert benutze und mein Level 1 Dings da benutze, dann kann man ja relativ weit springen. Wow! Nein! Passt gerade nicht. Das passt. Ich glaub an das Herz meines Schwertes. Schieb mich an. Schade. Hätte ja funktionieren können. Ja. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ich habe so das Gefühl, wir hätten da einige Teile des Tempels übersprungen, hätten wir das jetzt wirklich getan. Hätte das wirklich funktioniert, hätten wir ja, glaube ich, einiges geskippt. Und... Wow! Mein Pfeil hat gerade verdammt viel Schaden gemacht, falls nicht irgendeiner eurer Angriffe da drauf gestackt ist oder sowas. Ich hatte meinen Boomerang noch drauf geworfen. Das könnte natürlich lass gewesen sein. Lass uns mal runtergehen, dann ja. Den kriegen wir ja. Heißt ja. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Auf
trotzdem können wir uns hier einfach bewegen. Ach, guckt euch das an. Es ist Zeit für einen Analysezauber, würde ich sagen. Obwohl es recht offensichtlich ist, dass es nur Vesuvio sein kann. Ansonsten hätte man ja schon vorher in den Lavatempel reingekonnt. Und, Achtung, Vesuvios Magie könnte helfen. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher der fünf Zauber, die wir da drauf wirken können. Naja, Zeit fürs Ausprobieren. Mach mal Lavawelle. Ich bin für Lavawelle. Ich sag Lavawelle. Wer wettet auf was anderes? Ich bin für Lavawelle. Versuchen wir es einfach mal. Blöde Wolke. Und es, nichts ist passiert. Es war nicht die Lavawelle. Okay, dann haben wir zum Beispiel noch den Feuerhagel und die Glutgranate. Funktioniert das eigentlich auch, wenn ich alle targete? Das weiß ich nicht. Ich will es nicht testen. Lassen wir es mal. Ist jetzt nicht unbedingt, was das Testen so wert wäre. Feuerhagel, der will nur. Feuerhagel ist bestimmt auch der falsche. Ja, das ist doch der günstigste von denen. Immerhin, der Elektra-Orb war auch die günstigere Variante und nicht der Blitzschlag, den wir auch verschwendet haben. So, versuchen wir mal die Glutgranate. War aber natürlich klar, dass wir jetzt den letzten Zauber ausprobieren und der dann wahrscheinlich sein wird. Ja, war klar, der letzte Zauber. Der Raum ist abgekühlt. Na, endlich. Wir haben Feuer auf einen Schalter gewirkt und deshalb ist der Raum ist abgekühlt. Komm, ich glaub daran, dass du dich da aus den Wolken befreien kannst, Kevin. Ja, aber. Wir helfen dir nicht oder so. Können wir auch eigentlich gar nicht, weil wir keinen Angriffszauber für die haben. Und Kevin ist verbrüht. Das sieht nicht gut aus für Kevin. Machst du einfach eine Heilung auf alle? Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn, einen externen Heilzauber drauf zu wirken. Bling! Ich glaube, gerade wurde durch auch mein Bogen angekennzeichnet. Das ist natürlich auch interessant. Was ist passiert? Während du verbrüht bist, kam. Nee, die ist das schon Ende. Oh. Das war ein bisschen arg spät, das zu benutzen. Ring, Blutpuddinge mit Löchern in der Mitte, dann Grafikfehler. Bams. Hier ist scheinbar generell irgendwie so eine etwas grafikglitschige Stelle. Ja. Genau, Sam. Schieb die einfach mal zusammen, damit du dich wieder dran verbrühst. Ja, aber wenigstens ist dann alle zusammen. Ja, das stimmt wohl. Allerdings ist meine Waffe keine Blutpudding-Killwaffe. Geschweige denn, Scheibe. Naja, die schon eher, aber... Die Scheibe trifft wenigstens alle. Ja. Wenn sie denn trifft, das ist eher das Problem, wenn sie denn trifft. Ja, jetzt komm, das sieht doch gut aus. Schnell, haltet ihn, bevor er sich wieder aufsplittern kann. Ach komm, ich mach einfach eben den Bildwechsel, dann ist er wenigstens nicht mehr verbrüht. Doch. Okay, habe ich mich offensichtlich geirrt. Ja, dann... Wir brühen beide mal eine Runde. Sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder, wenn Sam weiter brühen wird. Ja, und ich auch, wir brühen gerade beide. Viel Spaß beim Brühen. Ja. Ja, ne, da brühen wir mal drüber oder so. Bis zum nächsten Mal, Sia. Aloha. Sehr viel Sinn gemacht. Und Aloha.